Ich teste für euch die beliebtesten Foodspots in Berlin, damit ihr es nicht tun müsst. Beim Burgermeister, der über 13.000 Bewertungen bei Google hat, bekommt man einen sehr dicken und leckeren Burger für nur 5,80 und deshalb bekommt der Laden von mir eine 8,5 von 10. Dieser Döner hat mich absolut überzeugt, weil er groß war, nur 5,50 gekostet hat und dazu noch absolut lecker. Der wahrscheinlich beliebteste Döner Berlins war auch ein absolutes Brett, hat extrem lecker geschmeckt, war sehr groß, hat aber auch ganze 6,90 gekostet. Der Hakiki-Döner war ebenfalls sehr lecker, kommt aber geschmacklich und preis-leistungstechnisch nicht an die vorigen Döner ran. Deshalb bekommt er in Anführungsstrichen nur eine 7 von 10. Zum Schluss gab es noch einen Burger, der im Vergleich zum Burgermeister deutlich kleiner war, allerdings aber sehr gut geschmeckt hat, weshalb er immer noch eine 7 von 10 bekommt.